Hallo meine Lieben, es geht weiter mit einem Traveler's Notebook Layout und heute werden wir zusammen zwei Bilder scrappen. Das sind Fotos von meinem Mann und einem Freund von uns und verwenden auf der linken Seite werde ich der Planner Society Papier oder Floralpapier. Ich fand das so super schön. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt, bisher aber nie verwenden können. Ich sag mal, je aufgeregter und bunter ein Papier ist, desto weniger Farbe darf eigentlich im Foto sein. Also zumindest jetzt für mein Empfinden. Ich mag das nicht, wenn es zu super aufgeregt ist. Es sollte so einen schönen Mittelweg haben. Also man sollte ein Pattern haben oder man sollte Farben haben, aber jetzt nicht besonders viel Farben und noch ein besonders unruhiges Pattern. Deswegen versuche ich halt immer so diesen Mittelweg zu gehen. Ja. In dem Moment hier klebe ich auch schon mein Designpapier auf. Ich habe ja ein neues TN angefangen und ja, am Anfang ist es immer ganz einfach, noch im TN selber dann zu scrappen. Je mehr Layouts drin sind, desto schwieriger wird es und je dicker das Ganze ist, desto schwieriger ist es halt auch direkt da drin zu arbeiten, weil dann einfach die Seiten immer wieder umklappen und man diese verschiedenen Ebenen hat und es ist wellig und ja und so weiter. Genau, aber wie gesagt, jetzt momentan neues TN, also ist es eigentlich ganz okay, wenn man direkt in dem TN dann auch arbeitet. Ja, für meine Fotos habe ich natürlich wieder verschiedene Pattern Papers gezogen und einfach so ein bisschen Layering betrieben. Ich mag ganz gerne Vellumpapier drin, das ist einfach für mich so eine extra Textur. Also das Ganze soll halt ein bisschen interessanter wirken. Und dann zwei, drei verschiedene Designpapiere, die ich noch rumliegen hatte. Die sind, glaube ich, alle von Felicity Jane. Ja, genau. Auch das einfarbige Cardstock-Papier. Und dann klebe ich das Ganze auch schon auf und jetzt kann es dann mit meinem Stamping losgehen. Also wie euch vielleicht in den letzten Layouts aufgefallen ist, fällt es mir immer einfacher und ich verwende auch immer lieber Stempel momentan. Also es ist eine ganz tolle Sache, ein Projekt so den letzten Feinschliff zu geben und vielleicht einfach noch ein Sentiment aufzustempeln oder auch jetzt, wie ich es hier mache, einen kleinen Border. Also ich habe diese Girlande genommen, um das Ganze oben ein bisschen abzuschließen. Wenn ihr mich so ein bisschen länger schon abonniert habt, wisst ihr, dass ich nicht so gerne mein Layout mit einem weißen Rand enden lasse, also mit der weißen Seite enden lasse und entweder irgendwie immer drumherum dudle oder halt ein Designpapier brauche oder halt einfach einen Stempel irgendwie zum Abschließen der Seite verwende. Ja, und dann bin ich an der Stelle hier, das sieht man leider nicht, meine Sentiments am Ausstempeln, also Can't Stop Laughing and Meant to be Friends, habe ich mir rausgesucht gehabt. Passt eigentlich super zu den Fotos, deswegen wollte ich es hier an der Stelle verwenden. Ich stempel das Ganze auf mattem Epson-Fotopapier aus. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut funktioniert mit den Stempeln. Das Papier ist nicht ganz so glatt und die Oberfläche nimmt die Tinte oder dieses Ink am besten auf. Also zumindest jetzt für mein Empfinden und für mich funktioniert es einfach super gut, deswegen mache ich das so. Also wenn ich nicht direkt aufs Projekt stempele, dann stempel ich eigentlich ganz gerne auf diesem Epson-Mattpapier. Ja, und an der Stelle habt ihr mein Rotweinglas gesehen. Also momentan ist es so, dass ich in der Regel abends stemple, wenn Mila schlafen geht. Und ich gönne mir dann auch immer ganz gerne noch ein tolles Glas Rotwein dabei. Es gibt wirklich für mich momentan nichts Besseres als ein Glas Wein und ein bisschen Papier und Fotos. Und dann geht es auch schon los. Ja, an der Stelle bin ich wieder am Dudeln. Also wie gesagt, ne, Ende Papier oder das Papier darf nicht einfach so enden. Weiß, ja genau. Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich nochmal drumherum geduldet und dem Ganzen halt einfach so einen Rand gegeben, ja, um das auch ein bisschen mehr noch so von dem weißen Hintergrund abzuheben. Und dann verwende ich auch hier schon den nächsten Stempel. Das sind drei kleine Herzen. Mache ich unten einfach nochmal so eine Bordüre quasi, um auch hier wieder so einen Rand zum Projekt zu geben, beziehungsweise das Ganze nicht mit dem weißen Rand enden zu lassen. Gefällt mir sehr gut, funktioniert auch gut. Ich sag mal, je kleiner die Stempel sind, desto leichter ist es eigentlich, direkt auf dem Projekt zu stempeln. Also bei großen Stempeln, da habe ich immer noch ein bisschen Angst, dass es nicht halt vollflächig ist oder irgendwie nicht richtig ausgestemmt ist. Aber bei den kleineren Sachen, jetzt auch wie bei dem Herz, was ich hier am gerade verwenden bin, da mache ich es eigentlich in der Regel schon so, dass ich es dann auch direkt auf mein Projekt stempele.
Ja, und dann geht es auch schon los mit meinem Tidal. Ich werde ein paar Alphabet-Sticker verwenden, die sind von Felicity Jane. Und zwar die weißen Puffy-Sticker, die habe ich, glaube ich, auch in dem letzten oder dem vorletzten Layout verwendet. Und ich mag es einfach, wenn Titel nicht so direkt zu sehen sind, beziehungsweise nicht vordergründig zu sehen sind. Und diese weißen Alphabet-Puffy-Sticker, die sind super. Die gehen auch so ein bisschen in diesem Pattern unter, beziehungsweise, also man sieht sie im Realen viel, viel besser, als dass man das jetzt auf dem Video oder auf dem Endfoto sehen wird. Aber ich finde das ganz schön. Also der Titel sollte nicht so vordergründig sein, sondern die Fotos. Und ja, wie gesagt, habe das Ganze jetzt mal hier ausgeschrieben. Ich mache das eigentlich immer ganz gerne, um zu wissen, wie viel Platz ich habe. Ganz selten, dass ich einfach mal so drauf losklebe, aber ich finde es halt immer ganz gut, um wirklich zu sehen, habe ich genug Platz oder wie sollte ich es platzieren oder dass die Buchstaben nicht zu weit auseinander sind, dass man den Titel auch schön mittig platzieren kann und so weiter. Genau. Und dann sind auch noch auf diesem Sticker-Sheet zwei kleine Herzen. Die werde ich jetzt rechts und links neben dran kleben. Ja, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Ich mag sehr gerne Herzen. Sollte man in den letzten Layouts eigentlich auch gesehen haben. Herzen und florale Sachen, die sind momentan so absolut mein Ding. Und dann habe ich hier noch so einen Filzstreifen von dem letzten Felicity Jane Kit verwendet. Fand ich irgendwie auch ganz schön, hat natürlich die Farbe wieder aufgegriffen. Also The Planner Society und Felicity Jane sind hier ganz schön Hand in Hand gegangen. Ja, was werde ich jetzt noch machen? Ich gucke noch ein bisschen durch meinen Stash, was ich noch an Resten habe. Werde noch, ich glaube, das ein oder andere Blümchen oder so aufkleben und dann ist mein Layout auch schon fertig. Wie immer hoffe ich natürlich, euch hat das Ganze gefallen und falls ja, würde ich mich über Likes und Kommentare freuen und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!